offiziell nur mit QR-Code. So verkaufen es uns die Medien. Warum ist diese Idee jetzt so verunglimpft durch irgendwelche Theorien? Die Stadt wird durch Zonen getrennt und wenn du die Zone passieren möchtest, benötigst du Genehmigungen dazu. Ich sage dir ehrlich, ich bin überzeugt davon auch mittlerweile, dass in Zukunft immer mehr Einschränkungen kommen werden. Du darfst deinen Strom nur noch so und so lange benutzen, darfst dein Auto nur noch so und so lange fahren. Wenn du fliegen möchtest, brauchst du die Impfung, den QR-Code, den Social Score. Dass witzigerweise diese Idee vom Weltwirtschaftsforum kam. Och nö. Was ist das denn für ein Zufall, Digi? Der Klausi Klaus war da wieder involviert am Start, oder was? Das hätte man schon fast vermuten können. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz, nur Liebe geht raus an jeden einzelnen Zuschauer. Danke für den ganzen Support, danke für die ganzen schönen, lieben Kommentare auch und so. Macht weiter so, ich mache auch genau weiter so. Liebe auf jeden Fall. Und zwar heißt das erste Video für heute offiziell nur mit QR-Code. So verkaufen es uns die Medien. Es geht um 15-Minuten-Städte. Ich persönlich habe davon noch gar nicht viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt ein Video von einer Dame, die ich auch nicht kenne. Chrissy Rieger. Auch mal wieder die Girly-Vibes hier am Start. Finde ich gut. Yes, wir steppen direkt rein in die Reaction. Ich hoffe, ihr habt Bock. Let's get it on. Die 15-Minuten-Stadt ist viel weiter am Voranpreschen, als du dir denken kannst. Hallo, meine Lieben. Ich bin Chrissy. Hallo, Chrissy. Ich hoffe, dir geht's gut. Zum ersten Mal sehe ich ein Video von dir. One love auf jeden Fall. 15-Minuten-Stadt. Dazu gibt es ganz, ganz viele Artikel inzwischen, wo man vorher gedacht hat, ja, das ist eine absolut komische Theorie. Wer sollte denn so etwas einführen? Selbst jetzt gibt es Faktenchecks dazu, was Menschen wie ich dazu gesagt haben, dass das absoluter Nonsens ist, ja, was dabei passieren soll. So, wir sehen in verschiedenen Städten, dass 15-Minuten-Städte in Planung sind. Dabei. Ich glaube, 15-Minuten-Städte sind doch sowas, wo du halt von, egal wo du bist, alles innerhalb von maximal 15 Minuten erreichen kannst, oder? Der noble Zweck dieser Stadt, derjenige, dass du innerhalb, also in deiner Stadt, innerhalb von 15 Minuten die wichtigsten Dinge, also für die Erfüllung deiner Grundbedürfnisse erreichen kannst. Also so etwas wie Einkaufsmöglichkeiten oder wenn du mal zum Arzt, zur Apotheke musst, dass das alles zu Fuß dann zu erreichen ist. Um dann wiederum, deswegen sind die Grünen auch so total überzeugt von dieser Idee, dann möglicherweise... Die guten alten Grünen. Ja. Oh shit, man, Fresh Prince from Bel-Air, Digga. Bester Mann. Auf dein Auto zu verzichten, weil du sagst, 15 Minuten zu Fuß ist für mich in Ordnung. Beziehungsweise, wenn ich dann auch noch aufs Fahrrad hüpfe, dann ist das ja noch viel schneller zu erledigen. Dann brauche ich im Grunde eigentlich gar kein Auto. Könnte man ja sogar autofreie Zonen errichten oder sonstiges. Das ist einfach natürlich nur eine Idee von mir. Warum ist diese Idee jetzt so verunglimpft durch irgendwelche Theorien? Weil bereits es Planungen in Großbritannien gibt, wie das umgesetzt werden sollte. Und dabei hieß es eben, dass es in Zonen errichtet wird. Also das bedeutet, die Stadt wird durch Zonen getrennt und wenn du die Zone passieren möchtest, benötigst du Genehmigungen dazu. Das bedeutet, damit... Da sind wir doch, meine lieben Freunde, ja? Wir haben uns gut darauf vorbereitet mit diesen QR-Codes. Du darfst mit Impfung nicht mehr, sonst nicht mehr, hier nicht mehr, da nicht mehr... Ich sage dir ehrlich, ich bin überzeugt davon auch mittlerweile, dass in Zukunft immer mehr Einschränkungen kommen werden. Du darfst deinen Strom nur noch so und so lange benutzen, darfst dein Auto nur noch so und so lange fahren. Wenn du fliegen möchtest, brauchst du die Impfung, den QR-Code, den Social Score, das System. Du musst so und so ein Mensch sein. Das wird immer mehr kommen. Ich habe dir gesagt in dem Corona-Video, das ist der Anfang von diesen Kontrollmechanismen, die immer mehr werden. Meine Prognose. Du nicht zu viel Auto fährst, damit du nicht hier rumcruist, sondern du hast ja in deiner Zone die Möglichkeit, alles zu erreichen. Wenn du aber irgendeinen Freund in einer anderen Zone haben solltest, was sich damit möglicherweise über die Zeit dann auch legt, dann bleibst du in deinem eigenen Bezirk. Ich meine natürlich Zone. Und dort, ja, da hast du dann die Möglichkeit, ich glaube, es waren so... dreimal, ob im Jahr oder sonst was, das weiß ich nicht ganz genau, kannst du selber dann noch nachlesen, die Möglichkeit, eine Genehmigung dir zu holen, da zu passieren und dann ist das Ganze.
Digga, stellt euch das mal vor, das wird ehrlich so kommen. Stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwelche Genehmigungen holen, damit du in die nächste Zone darfst, weil da deine Familie lebt oder ein Kumpel von dir lebt oder ein anderer Sportverein ist, wo du gerne hingehen möchtest und so. Stell dir mal vor, wir kommen echt so weit, dass wir so richtig krass eingekesselt sind und gar nicht mehr, nichts mehr mit freiem Leben zu tun haben, so. Bro, ich bin dann im Dschungel irgendwo. Ja, ich bin dann irgendwo hier in Mexiko oder in Jamaika oder in Afrika, spring irgendwo im Dschungel rum und lass mich, ich gehe weg von dieser Zivilisation, die Klaus Schwab etc. gerade so, ja, so prognostizieren und gerne haben möchten. Ja, möglich. Und hier habe ich ein Video, das möchte ich dir einblenden, von der 15-Minuten-Stadt in China. Ach krass, Digga, ja, China sind die Vorreiter, ja. Jeder Nachbarschaftsbezirk ist durch eine Zaunmauer getrennt. Es gibt 2 bis 4 Tore pro Zone, Distrikt, Bezirk, wie auch immer du das nennen möchtest. Wenn du deinen eigenen Bezirk betreten oder verlassen möchtest, dann benötigst du eine digitale ID, also dann wird dein Gesicht gescannt, damit geschaut wird, ja, vielleicht wie oft und so weiter. Wer weiß, wie oft du das dann überhaupt darfst. Oder möglicherweise zahlst du dann, wie bei uns so manche Ideen es gibt, irgendeinen Ausgleich, einen CO2-Ausgleich, weil du ja so oft zum Beispiel Zonen durchquerst oder irgendwie nicht deinen eigenen Bezirk profitieren lässt oder sonst was. Auch das nur eine Idee von mir, das eben nicht offiziell. Aber die 15-Minuten-Stadt, siehst du ja, wird mehr und mehr gemacht. Gerade die Zufälle habe ich ja bei meiner eigenen unabhängigen Plattform meinopinio.com. Schau gerne vorbei, nur für aktive Mitglieder, die das Ganze dann überhaupt ja am Leben erhalten, das heißt unabhängig von Werbung und vor allem unabhängig von irgendwelchen Daten, die man dann weiterverkaufen könnte oder sonst. Sympathisch aber die Chrissy, wa? Sonstiges. Es lebt davon, von den Mitgliedern und profitiert davon. Diese Seite soll enorm werden in der Hinsicht, dass man sagt, ich habe ein Problem, ich gehe da zu meiner Community, alles Gleichgesinnte, die auch für Frieden und Freiheit sind, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Fühl ich. Meinungen, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Also daher, schau auf jeden Fall vorbei. Die bisherigen Mitglieder sind sehr zufrieden, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Es ist eine sehr positive Stimmung. Man hilft sich gegenseitig, man nimmt ein... So wie bei uns hier im Livestream, meine lieben Freunde, ja? Ängste und Foren, private Chats und so weiter. Jedenfalls ein Artikel vom Fokus. Apropos, sehr aktuell, vom 16.03. Die 15-Minuten-Stadt, Utopie oder machbar? Warum spricht man darüber überhaupt, ist die Frage. Warum spricht man darüber? Langsame Vorbereitung, wie bei allen anderen Sachen. Ja, natürlich, weil du die Menschen auf dieses Thema sensibilisieren möchtest. Zu der Zeit, wo ich zum Beispiel angefangen habe, über die digitale Zentralbankwährung zu sprechen, da war das eine absolute Theorie. Das wurde noch nirgendwo irgendwie ansatzweise veröffentlicht. Stark. Aber, genauso wie die 15-Minuten-Stadt, ja, erstmal kam der Faktencheck, dann kommen die... Wie oft ist das so? Alles ist doch am Anfang erstmal eine theoretische Geschichte, so weißt du. Aber ja, es gibt halt genug Hinweise, die oft auch zeigen, wo es in Zukunft hingehen soll. Und das mit dieser digitalen Währung, mit dieser digitalen Kryptowährung von der Regierung, das war ja, das konnte man schon lange kommen sehen. Und manche Leute haben das halt gesehen und gesagt. Und die werden dann als Verschwörungstheoretiker, als rechte Schwurbler, was auch immer hingestellt. Und dann nach ein paar Jahren merkt man dann, wie sich das langsam bewahrheitet. Ja? Genauso wie mit der ganzen Corona-Geschichte. Ist halt einfach ein super, mega offensichtliches Beispiel, weil halt alles so offensichtlich vor unseren Augen abgelaufen ist, dass man das sehr gut in den nächsten Jahren noch dann im Nachhinein nachvollziehen kann, wie das alles entstanden ist, wer da sich gerade gemacht hat, wer versucht hat, was zu sagen und wer auch mitgespielt hat, Propaganda gemacht hat und ja, was dann am Ende des Tages auch rauskommt, wie es dann wirklich gewesen ist. Medien, die darüber schreiben. Um Städte nachhaltiger, und natürlich kommen jetzt solche Wörter wie Solidarität und Grün und alles Mögliche, und deswegen pass auf, nachhaltiger, gesünder, gerechter zu machen, müssen wir sie neu denken, sagen Stadtplaner. Eine Idee, 15-Minuten-Städte. Aber was ist das eigentlich? Von Paris bis Shanghai gibt es schon spannende Ansätze. Ja, sehr, sehr spannend, definitiv, ja, wie wir in China gesehen haben. Und dann, witzigerweise, brauchst du dann auch noch eine digitale ID. Ja, wie die das immer so als positiv präsentieren, so, ne? Das ist crazy. Dann, wenn irgendwas ist, ich mag die Chrissy, ist dein Bezirk gesperrt, denn es gibt Ausgangssperren. Dann braucht man ja gar keine Lockdowns mehr in der Form, sondern man sagt, die Bezirke dürfen halt jetzt eben nicht verlassen werden. Sonst kannst du ja rumgehen, weil du kannst ja in deinem Bezirk alles erreichen.
Beispielsweise, wieder nur eine Aussage von mir, Städte wachsen weltweit immer schneller und damit auch die Probleme. Also du siehst, allein mit der Sprache, du weißt, ich beschäftige mich sehr viel mit der Psychologie der Massen, mit der Manipulation. Okay, Chrissy wäre auch ein interessanter Talkpartner an der Stelle, wenn ich das so sagen darf, oder? Freunde. Müssen wir uns mal hinter die Löffeln schreiben auch. Habe ich ja auch extra ein Buch geschrieben, Das System. Lies es dir durch. Es hat schon sehr vielen Menschen geholfen, das System im Ganzen zu verstehen. Sehr viele Skandale, die aufgedeckt werden und so weiter. Jedenfalls, du siehst hier die Wortwahl, die gewählt wird. Und Wörter prägen unsere Meinung. Das bedeutet, wenn ich höre, ja, das ist doch viel gesünder und gerechter. Warum gerechter? Ja, ja, das ist ein perfektes Beispiel, ist halt diese ganze Corona. Ja, wir müssen uns, das ist solidarisch und wir müssen uns gegenseitig schützen und die Älteren und bla 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 und hier und da. Und so hast du ganz, ganz schnell schon ganz viele Leute auf der Seite gehabt, auf der sicheren Seite gehabt. So, okay, die können wir auf jeden Fall einsperren, denen können wir eine Spritze reinjagen, weil wir haben denen genau die richtigen Wörter ins Gehirn reingepackt, damit die auch da bei allem auch mitmachen, so weißt du. Dann Jahre später, wenn die merken, scheiße, so, dann fangen die langsam an aufzuwachen. So. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man gerade, was die Politik teilweise heutzutage erzählt, einfach eigentlich alles, was die Politik erzählt und auch das Weltwirtschaftsforum erzählt, sehr, sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Und deswegen, ich meine ganz ehrlich, wann muss es in einem politischen System sehr gerecht und fair und sozial sein? Natürlich, im Sozialismus, ja? Ja, okay, überhaupt nicht irgendwie ansatzweise der Punkt des Kapitalismus. Aber ja, machen wir es doch gerecht für alle, sozial für alle, grün natürlich, dieses Wort muss auch fallen. Und wenn du aber die derzeitige Situation ansprichst, dann musst du ein negatives Wort nehmen, und zwar Probleme. So, dazu gehören soziale Ungleichheit und Ausgrenzung. Das ist die Situation, wie es jetzt vorherrscht. Ja, also die, wie ein Klaus Schwab gesagt hat, die alte Normalität vor 2020 ist nicht mehr da. Du siehst ja, alles muss umgeplant werden. Lebten vor 15 Jahren noch etwa gleich viele Menschen in Städten. Das Kranke dabei ist ja so, dass jeder auch, also dass es viele Dinge gibt, wo wir umdenken müssen, wo wir uns verändern müssen, was auch Facts sind, aber dass die nutzen dieses, das nutzen die halt, um uns noch mehr einzuschränken und zu kontrollieren. Ich finde auch, wir sollten uns um die Umwelt besser kümmern, um die Tiere besser kümmern, um diese ganzen Geschichten besser kümmern. Das menschliche Miteinander etc. Aber die nehmen halt diese Themen, um da dann ihre Agenda durchzudrücken. Weißt du, deswegen sind ja auch so viele Kids und Jugendliche und so auf diesen ganzen Demos, Fridays for Future und so unterwegs, weil die denken wirklich, die machen da was Gutes, so weißt du. Aber die verstehen nicht, dass die eigentlich nur eine Ideologie pushen, die uns Menschen nicht zugutekommen wird am Ende des Tages. Weißt du, das ist Anti-Mensch, was da passiert. Die Leute, die im Hintergrund sind und gerade viele, ja, Strippen ziehen, sage ich jetzt einfach mal, die haben nicht das Menschliche im Vordergrund. Die haben nicht das Interesse daran, dass wir als Menschheit besser miteinander harmonieren, positiver drauf sind, bewusster sind etc. Nein, die wollen selber mehr Macht haben, die Macht erhalten und noch mehr Geld schöffeln, noch mehr Kontrolle haben über uns Menschen, Fußvolk, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so, leider. Auf dem Land werden, und jetzt kommen noch düstere Zukunftsprognosen, wenn ich das jetzt nicht mache, und jetzt pass auf, bis 2050 laut den Vereinten Nationen 2/3 der dann rund 10 Milliarden Erdbewohnern in urbanen Regionen wohnen. Eine Idee, wie wir das verhindern können, ist nachhaltiger, und jetzt kommen wieder die tollen Wörter, lebenswerter, gesünder gestalten, das nennt sich. Und jetzt kommt die Lösung, wo du schon sowieso total in Ängsten bist und sagst, oh mein Gott, 2050, das ist ja bald. Das ist die 15-Minuten-Stadt. Und nun kennst du die absolute Lösung. Ja, Digga. Gut zusammengefasst, Chrissy. I like that, man. Des gesamten Problems. Warum auch immer, ja, soll das die absolute Lösung sein des gesamten Problems. Und warte mal kurz, wenn man jetzt mal hochrechnet, 10 Milliarden, wie kommt man eigentlich auf diese Berechnungen? Wusste man denn jetzt vor 30, 40 Jahren, wie die Bevölkerungszahl jetzt genau sein wird? Beziehungsweise wusste man, dass etwas dazwischen kommt, das jetzt zum Beispiel dafür sorgt, dass die Geburtenraten sehr stark sinken? Und dieses Problem... Also auch demografisch sind wir halt auch eigentlich in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten im Arsch, wenn man so Europa guckt, Deutschland guckt, so, also die Pyramide ist ja quasi auf dem Kopf bei uns. Also wir haben ja viel weniger
jüngere Leute als alte Leute und es kommen immer weniger nach, auch so, dass wir echt schauen müssen, wie das alles in Zukunft noch funktionieren soll, auch mit der Industrie etc. und mit diesen ganzen Geschichten. So, wenn wir keine Kinder mehr kriegen, keine neuen Generationen mehr an den Start bekommen und die neuen Generationen, die in den letzten Jahren groß geworden sind, sind auch hier oben, glaube ich, nicht mehr ganz fit unterwegs, weil halt sehr viel Scheiß passiert ist in den Jahren, mit Corona, mit Einschränkungen, mit nicht frei sein, dann depressiv sein, Perspektivlosigkeit, hören sich den ganzen Tag irgendwelche Teufelsmusik an und schmeißen sich Antidepressiva rein. Das ist ja auch immer mehr geworden, so, weißt du? Da ist schon irgendwie, wenn man sich da so Zukunftsprognose technisch anschaut, dann, also wenn wir nicht extrem viele Einwanderer bekommen, wo auch viele Leute dagegen reden, dann, na, wie soll man das dann noch stemmen? Haben wir nicht nur in Deutschland, das haben wir in ganz Europa, das haben wir in Japan, das haben wir sogar in China. Die Geburtenraten gehen zurück. Weißt du, wo wir das nicht haben? Da, wo ich mich jetzt gerade aktuell befinde. In Mexiko ist die Pyramide perfekt. In Mexiko ist die Pyramide perfekt. Und ja, viele Leute sagen, scheiße, die armen Kinder und so, die haben ja hier nicht viel, die haben kein Geld und keine Möglichkeiten etc. Aber die Mexikaner werden sich auf jeden Fall aufrechterhalten, auch wenn alle anderen Völker irgendwie langsam kaputt gehen oder sich halt nicht mehr weiterentwickeln, beziehungsweise nicht entwickeln, sondern einfach nicht mehr genug Kinder bekommen, dass die weiter bestehen, einfach so. Hier haben wir zum Beispiel, das ist nicht der Fall. Und das glaube ich in komplett Südamerika so und auch in Afrika. So, dass da immer noch genug Kinder kommen, damit eine Zivilisation auch weitergehen kann. Bevölkerung wird immer älter, aber warte mal, wir haben zusätzlich noch eine Übersterblichkeit. Wie kommt man denn damit zurecht? Selbst die Geburtenraten in den Bevölkerungs-, ja, oder sagen wir mal geburtenstärksten Ländern geht zurück, ja, wo Menschen eigentlich so, sagen wir mal, im Schnitt 6 Kinder haben könnten. Und da musst du dir sagen, wie sind eigentlich diese Hochrechnungen, auf was ist das basiert? Oder passiert jetzt schon etwas, und das jetzt auch wieder etwas, was nur ich sage, meine Meinung, passiert jetzt schon etwas, wo man später sagen kann, aufgrund dieser wundervollen Modelle haben wir es geschafft, das Ganze rückgängig zu machen, gesünder, gerechter, grüner zu machen. Mhm. Mhm. Mehr Lebensqualität, ich lese weiter, für Städter und alle wichtigen Bedürfnisse in der Nähe. Die Grundidee einer 15-Minuten-Stadt. Wow. Da würde Habeck, Baerbock und die anderen Grünen ja definitiv im Dreieck hüpfen und sagen, oh, endlich verstehen es auch die Medien. Oder machen das jetzt inzwischen alle, selbst in der Türkei? Und ja, ich sage dir, das machen inzwischen alle. Sehr komisch, dass auf der Welt alle oder sehr viele ziemlich in die gleiche Richtung denken. Und warte mal, wenn ich das Ganze jetzt zusammenspinne, wo jetzt ein Faktenchecker sagen kann, aha, da haben wir ja die Theorie dahinter, dass witzigerweise diese Idee vom Weltwirtschaftsforum kam, kann er... Och nö, was ist das denn für ein Zufall, Digi? Der Klausi Klaus war da wieder involviert am Start, oder was? Das hätte man schon fast vermuten können. Nicht nur ein Zufall sein, ja, dass diese Idee kam und alle anderen Länder haben sich gesagt, ja, ja, das ist eine geniale Idee. Und erstmal wurde es natürlich als Theorie abgestempelt und jetzt inzwischen heißt es, diese Idee ist wirklich sehr famos, grün, gerecht und alle wirklichen Wörter. Warum nicht solidarisch? Warum steht da denn dieses Wort nicht? Das ist doch das Wort des Jahres, das jeder kennt. Aber ja, ob der Weg zur Arbeit, Läden, Schulen, Arztpraxis, Sport... Weiter Zugang für jeden, jederzeit. Das ist heftig. Ein Konzept, das die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Vordergrund der Stadtplanung stellt. Eine Art Human-Centered Design. Mhm. Also das heißt, der Umbau der Städte zu einem komplett anderen Konstrukt. So, wenn wir das jetzt einfach so hören, dann klingt das natürlich wundervoll, wenn man sagt, okay, man verschiebt einfach so die Wohngebiete oder beziehungsweise die Läden, macht mehr daraus, mehr Arbeitsplätze möglicherweise oder sonst was. Und dann klingt das eigentlich nach einem schönen Projekt. Wenn das aber so aussieht wie in China, dass man sich dann mit digitalen IDs und so weiter da und jedes Mal überprüft, durch welchen Bezirk und wohin man geht, finde ich, klingt das nicht ganz so frei, gerecht, sozial oder sonst was. Aber sag mir deine eigene Einschätzung und schreib es mir unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye. Tschüssi, Chrissy. Geiles Video. Dankeschön für den Beitrag. 15 Minuten Städte, so noch nie gehört in meinem Leben. Auf jeden Fall aufschlussreich gewesen. Und stark, stark. Schreibt eure Meinung auch gerne hier unten in die Kommentare rein. Auf dem Kanal. Und ja, wir haben ja unsere Meinung quasi schon immer wieder zwischendrin als Senf reingehauen. Ja, Senf it in, man.